Moin moin meine lieben Puderquassen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Live in the Woods. Ja, wir haben keinen Hunger. Also ich habe keinen Hunger, ich weiß nicht. Ich auch nicht, ich habe gegessen. Ja, ich bin gestorben. Ich nehme wieder mal die etwas drastischere Methode. Ist hier noch ein... Ach, hier ist noch mein Grabstein hin. Guck mal, ciao. Nehmen wir noch was zu essen mit? Ja. Ich sollte vor allem erstmal Werkzeug mitnehmen. Vielleicht mal so eine... Ich habe 100 Drachmen für 30 Minuten Online-Zeit bekommen. Hiha. Und schon wieder einen Emerald. 30 Emeralds schon. Die tust du ja hoffentlich immer raus, ne? Ja. 10 Fische? Ich habe 10 in der Tasche. Also die Hälfte von dem, was wir so haben? Ja. Okay, das ist okay. Wir haben zusätzlich auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe dann das ganze Werkzeug und so weiter. Wir brauchen ja vielleicht... Ja doch, wir haben beides, ne? Dann gehen wir einfach mal. Happy, du bist ja gerade... Falscher Warp. Ja. Das habe ich doch gar nicht gesagt gehabt. Der Happy, falls gleich einer reinlabert, das ist der Happy, der ne, hier dieser komische Typ von Payday, der dazwischen nicht mal so. Unser Kompetenzzentrum Niederrhein, nennen wir es so. Wo sind wir denn angelaufen? Sollen wir zum gleichen oder einfach mal in eine andere Richtung? Wie baut man Grabsteine ab? Mit der Spitzhacke. Der Spitzhacke. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Wir sind dahin gelaufen, Richtung Sonne. Wir können aber jetzt auch mal woanders hingehen. Ja. Hopp, dann gehen wir mal einfach hier hin. Ah, mit Rechtsklick kann ich den öffnen. Das ist richtig. Da ist dein Zeug drin. Aber wie gesagt, nur wenn du auf dem Grundstück bist oder in der Farmwelt. Schafe! Schafe, volle Bett! Schlafen! Aber die Schafe müssen leider, glaube ich, sterben jetzt. Weil wir haben keine Schere. Deswegen schade, Schafe. Denk dran, immer von hinten nach vorne die Haut abziehen, sonst wirft's Falten. Ich habe Fleisch gekriegt. Das ist auch... Ach, Hammelfleisch gibt's ja jetzt, ne? Wo bist du? Ich bin hier links von dir. Stopp. Yep. Yep. Ich habe nämlich hier Pilze gesehen. Die wollte ich mitnehmen. Weil wir können die anbauen auf Bäumen. Da müssen wir so ein bisschen Holz hinlegen und dann können wir da Pilze anbauen. Oh, eine Werkbank. Hier war, glaube ich, schon einer. So, haben wir dem jetzt die Schafe geklaut? Keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall die Werkbank hier mit. Ein Grabstein. Weil in der Farmwelt gibt es ja keine Regelung, was das angeht. Tatsächlich ist ja sogar... Oh, das ist ein tolles Höhlchen hier. Da können wir aber direkt mal sein lassen. Gott, schon in der Farmwelt. Jetzt sag nicht, das ist hier ein Spawner. Hier ist Mossstone an der Oberfläche. Wie kommt denn das? Ich hab hier noch so, einen Tausendfüßler. Das generiert durch Biomes Oplenty. Ah, okay. Das nehmen wir trotzdem. Was passiert, wenn man einen Tausendfüßler schlägt? Er stirbt. Dann hat er bloß noch 999 Beine. Okay, der war echt stumpf. Nice. Die Pilze kannst du ruhig mitnehmen, da können wir uns bestimmt ein Süppchen rauskochen. Suppenschüsseln haben wir ja schon. Ja, die hast du ja fleißig geangelt, ne, in der letzten Folge. Okay, da ist noch mehr zu... Ach, guck mal, hier ist noch mehr. Sollen wir noch direkt Holz mitnehmen, hier von den Sprunzenwood? Wenn du willst. Möchtest du das abbauen oder soll ich das abbauen? Jo. Okay, dann kannst du dich hier in der näheren Umgebung noch ein bisschen umschauen, ob du hier was findest. Und immer dran denken, kurz vorm Sterben ab zum Home. Was ist Resign? Resign. The vegan option. Kann man das essen? Erstmal gucken, ob man alles essen kann. Wenn da steht, so vegan option, ne? Und dass ja sowieso hier so ein Vegetarier-Modpack mehr oder weniger ist. Sollen wir jetzt ernsthaft Baumharz fressen oder was? Ach so, ja, die vegane Option. Ja, normalerweise kamst du ja kaum durch diesen Mod, selbst mit Palm Harvest Craft, kaum dazu, dass du irgendwie Früchte und so weiter essen konntest. Deswegen hat wahrscheinlich noch ein anderes Modpack, dass du alles Mögliche fressen kannst. Baumkartier zu essen. Ja, leider eben. Kann man nicht alles Mögliche fressen. Ja, sie hat es letztens mit Steinen versucht, jetzt hat sie ein ganz tolles Lächeln. Kann man Steine essen? Okay. Nom 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 nom. Ich hab gerade wirklich probiert, einen Stein zu essen. Das wundert mich bei dir gar nicht. Wo bist du? In dem Baum. Ich baue mich hier nach oben. Ich hab doch gesagt, ich baue den Sprunzewood ab. Muss man in irgendeine Baumkrone gucken. Irgendwo wird's weniger. Das ist so hell. Hört mal, was ist denn da oben? Links, 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 was? Hat da oben einer hingebaut? Okay, das muss nicht sein, oh, sorry. Jetzt regnet's. Das soll sowieso deaktiviert werden. Also von daher kann ich das.
Hat aufgehört. Ja, komisch. Wieso hat es nur aufgehört? Das ist natürlich jetzt ein Ding. Der Unmöglichkeit. Ja, ich suche dich. Ah, da bist du. Halt, stopp. Hier. Oh. Scotchy Kletteraffe. Das sieht man aber auch am Baumstumpf. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus als die anderen. Eine Karwendeltreppe. Tschüss, Meshphantom. Das war aber ein kurzer Aufenthalt. Juckt mich nicht. Leute, die nicht mal antworten, wenn man Hallo sagt, die können mir mal gestohlen bleiben. Welche Arschlöcher will ich gar nicht am Server haben. Darf ich die Steine abbauen? Sicher, habe ich auch schon gemacht. Ich sollte nur ein bisschen so die Uhrzeit im Auge behalten, dass wir, bevor es wirklich stinkeduster ist, vielleicht nach Hause gehen wieder. Eisen haben wir immer noch nicht, also irgendwie müssen wir mal eine Mine finden. Was ist der Favorit? War das Pörner oder Tresen? Ich habe keine Ahnung, von was er redet. Verstehst du ihn? Also kann mein Skin zu ändern, aber ich schaffe es nicht, weil ich habe den Account habe ich quasi geschenkt bekommen, aber der Trottel, ja, oder beziehungsweise ich Trottel hab immer noch nicht die Antworten aufgeschrieben, deswegen muss ich die mal ausprobieren. Ja. Ey, du musst ja jetzt mittlerweile alle drei eingeben. Ich habe sonst eine weiß ich auswendig, aber die andere nicht. Das ist nicht gut. Oh, da ist er wieder. Als ob ich alle meine Antworten noch weiß. Ich habe keine Axt mehr. Kannst du hier mal das restliche Holz abbauen? Ich habe leider nur eine Holz. Das Schöne ist, du wirst es ja wahrscheinlich noch ändern können, weil du die E-Mail hast. Weil mein Problem ist es, das ist die Spam-E-Mail von seinem Vater. Also das Spam-E-Mail-Account von seinem Vater. Praktisch. Luke, ja. Das ist meine Spam-E-Mail-Adresse. So. Mal ein bisschen gucken, ob wir noch irgendwo was finden. Also irgendwie so einen Mineneingang oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich will mich jetzt nicht einfach direkt nach unten. Pilze. Holen. Ganz viele Pilze. Ach, endlich Kohle. Kohle würde ich auch schon mal nehmen für den Anfang. Jetzt echt viel von diesem Cobblestone-Gedönse. Bist du noch bei mir dran? Da hat echt einer da oben ein Baumhaus auf das. Ach, das ist der Spawnbaum, deswegen. Irgendwann muss doch mal ein anderes Biom kommen. Oder eins Höhle. Ich erinnere an die Hexe. Boah, ist das eine coole Ader, wie nice. Jetzt macht er mich aber neidisch. Die Kürbisse nehmen wir auch mal mit, ne? Würde ich sagen. Ja. 24 Kohle in einer Ader. Die müssen wir zu Hause aussehen. Ja, machen wir. Fliegenpilze brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Oh, nehmen wir den hier einmal mit. Ich glaube, ein paar haben wir schon zu Hause. Ja. Also der Wald ist ja schon cool irgendwie hier, ne? Sprintest du? Nein. Brav. Ich laufe ganz normal. Wie ein kleines Schulmädchen. Alle 24 Stunden wird die Farm resettet, ne? Nein. Okay. Die wird so lange stehen bleiben, bis wirklich krass zergrieft ist. Oder abgebaut. Okay. Sprich mal Spawn und klatscht erstmal 30.000 Meter in die Tiefe. Das wäre witzig. Nur leider ist der Spawn Abbau geschützt. Von daher wird das nicht passieren. Aber nicht bei Scotchy und Humby. Du könntest. Ist richtig. Du könntest ja pro Tag eine Ebene abtragen. Oh ja, das wäre witzig. Also oder irgendwie pro Woche. Hat hier, glaube ich, jemand große Biome eingestellt, weil das merkwürdige Ding hier, das ist so groß. Fuck Bernie. Den brauche ich nicht fragen, der hat so gut wie nichts gemacht hier. Doch, er war gestern mal da. Und konnte dann auch nicht mehr die Befehle ausführen. Boah, was für Lappen. Reden kein Wort und hauen dann wieder ab, weil sie es nicht kapieren. Tja, selbst schuld. Eisen? Nice. Oder sind wieder abgehauen, weil sie festgestellt haben, oh, hier kann man ja gar nichts griefen. Das ist das Wahrscheinlichste. Ja.
Alter, was ist das für ein geiler Stein? Shirt. Höhle. Oh, Shirt zählt sogar als Ganzstein. Ich werde dunkel. Danke, dass du das sagst, was ich sagen wollte. Sollen wir gleich mal zurückgehen, vielleicht? Vielleicht. Wahrscheinlich ist es in der Bauwelt schon dunkel. Wer wär's? Ja, machen wir gleich. Aber hier kommt jetzt gerade, glaube ich, ein Biomwechsel. Nämlich Meer. Schön. Super. Ja, so ein Ocean. Klingpilze. Denk dran, nicht ins Wasser rennen, so unbedarft, ne? Ja, ja. So, Haie und Piranhas. Wo ist Scotchy? Ist egal, wir gehen nach Hause. Geil, ich hab eine Mine gefunden. Super. Achso, ich stand hier drin, deswegen. Müssen wir die ganzen Schätze hier reintun? Auch die vegane Option natürlich. Und ich guck da mal, dass ich hier das Haus vielleicht ein bisschen weiter gebaut kriege, ne? Das ist witzig, ich habe die ganze Zeit über Pilze eingesammelt und kann. Arm cheaten kann man nicht, ne? Doch. Welche? Also du kannst den Warpunkt setzen und immer dort hin und her switchen, oder was? Ah, da. Was kann ich machen? Also du kannst den Warpunkt setzen und immer hin und her switchen von zu Hause und dahin. Okay, das mit den Warp-Punkten sollte ich deaktivieren. Das sollte deaktiviert sein. Nee, ich frag bloß, deswegen habe ich ja gefragt, ob das möglich ist. Weil nee. Ich davon ausgegangen, dass es geht. Nee, eigentlich sollte es nicht gehen. Okay. Doch gut so, da überlegt man sich, ob man sich zurückportet. Eben, genau das ist ja der Grund. So, was haben wir jetzt hier? Spruzewut, was können wir denn da schon für schöne Bretter rausmachen? Spruzenwut, da kriegen wir das raus und das sieht das gut aus. Ich habe übrigens zwei Suppen. Okay. Hast du schon ausprobiert, wie viel die gibt? Nö, ich habe auch keinen Hunger. Ich auch nicht, tatsächlicherweise. Ich glaub, das ist aber ein Anzeigefehler. Also geh über die Suppe und drück Shift, da siehst du, wie viel die bringt. Jo. Ach, da ist er, der hässliche kleine Mann. Bringt genauso viel wie Fisch. Eins. Oder was? Ja. Aber pass mal auf, dann bauen wir nämlich hier mal was an. Wir haben doch noch bestimmt hier irgendwo normales Eichenholz. Haben wir natürlich nicht. Aber ich habe von diesen Holzsetzlingen welche, von diesen komischen Holz. Kannst du mal gucken, ob du hier... Ach nee, warte mal, da brauchen wir die... Können wir nicht einfach Pilze draufsetzen, sondern da müssen wir, wie heißen sie, diese Pilzfarmen. Die wachsen manchmal auf so Bäumen drauf. Oh, Pumpkin Seeds. Nice. Du klopfst? Ja. Ich hab gedacht, ich pass mal gerade auf dich auf. Danke. Bitteschön. Soll ich jetzt noch ein bisschen angeln? Wenn du möchtest. Haben wir noch da eine Axt drinne? Nö. Hexe. Ich hoffe, die hat jetzt nichts reingedrückt, was zu krass war. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Hunger. Ich auch. Ein bisschen mehr, so viel wie gleich weg. Scheiße. Ich habe ein bisschen was gekocht. Also. Nein! Eigentlich, Nein! Gibt's nicht? Es wird Zeit, dass es hell wird, ey. Nein, warum gibt's keine Lunchbox? Keine Ahnung. Weil. Nicht Zeit für Lunch ist? Ja, aber die Lunchbox, da kannst du ganz viel verschiedenes Essen reinlegen und die kannst du dann... Wo ist denn das Essen hin? Sag mal, gibt's hier bloß Eisen? Welcher bin ich? 31, hä? Wo ist es hier? Unten rechts in der Ecke. Ist alles essbar. So, ja. Die Möhre machen wir mal nicht essbar, ne? Die ist ja... Können wir anpflanzen.
Hey, ganz vielleicht. Ne? Die Pilze sind übrigens super. Ja? Ja, weißt du, wie viele wir davon haben? Nee, aber ich mache hier mal ganz kurz eben einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Alles Gute, danke schön fürs Zuschauen und ciao!